Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Running Red. Ich musste das Spiel gerade wieder komplett neu starten, weil Not Enough Items wieder abgekackt ist. Ich hatte schon ein paar Minuten aufgenommen. Ich habe lediglich den Motor wieder abgebaut, weil der sich natürlich als Buildcraft nicht mit dem Thermal Expansion Teil da verbunden hat. Mit der Stromzelle. Was ich nämlich eigentlich kicken wollte ist, was ich hier an Schraubenschlüssel brauche. So. Die brauchen hier auf alle Fälle auch Strom. Das ist schon mal blöd. Also gucken wir mal, was wir hier an Schraubenschlüssel haben. Das ist ja von Applied Energistics, Forestry, Thermal Expansion. Invar Kampfschraubenschlüssel, okay. Das ist der Buildcraft. Den Buildcraft machen wir aus dem Steinzahnrad und drei Eisenbarren. Warum habe ich denn eigentlich noch einen Energiezellrahmen drin? Die Energiezelle steht doch da. Hä? Okay. Hat sich hier irgendwas, habe ich davon zwei gemacht? Eigentlich doch nicht, oder? Na gut. Nicht drüber nachdenken. Gut, erstmal ein Steinzahnrad und dann nochmal den hier. Und dann gucken wir mal, ob sich hier irgendwas verbindet. Vier werden sehen. Okay. Das klappt schon mal alles nicht. Ach so. Ah, der produziert MJ. Was wir aber brauchen ist RF. Okay. Dann hat sich das also auch erledigt. Und du brauchst hier, was brauchst du? Halt. Du brauchst mit Sicherheit auch RF, oder? Oder brauchst du überhaupt was? Gucken wir mal, vielleicht geht der ja auch ohne Strom. Was ich allerdings nicht glaube. Ach, das ist natürlich jetzt blöd. Warte mal, dann können wir den erstmal hier rauspacken. Das brauchen wir erstmal nicht. Ich möchte ja eigentlich nur erstmal Stein produzieren. So. Einmal. Okay, das klappt schon mal nicht. Und der ist so drin. Also ohne Shiften. Alles klar. Der läuft also automatisch. Sehr schön. Der verbraucht auch nichts. Das passt auch, das passt auch. Naja. Wer sagt's denn? Läuft bei uns, würde ich sagen. Okay. Dann haben wir das auch erledigt. Haben wir die Steinproduktion angekurbelt. Damit können wir auf alle Fälle uns hier noch Material suchen oder zusammen kraxeln für die Nether. Burg, genau. So, bin immer noch gerade am Sortieren, was ich als nächstes eigentlich machen wollte. Warte mal, das ist doch hier auch verkehrt hier. Wenn denn hier ordentlich, so. So, diesen, diesen, diesen. Diesen, diesen, diesen. Normalerweise müssten wir mit dem Teil auch Obsidian herstellen. Damit wir uns den Zaubertisch machen können, weil wir brauchen auf alle Fälle eine Dia-Rüstung und die müssen wir verzaubern. Dafür brauchen wir den Tisch. So, Diamanten kriegen wir hin. Alles nicht das Problem. Wie viel haben wir denn jetzt hier? Aha. Und wieder eine vergiftete Kartoffel. Das ist doch ätzend. So, auf alle Fälle ist die Nahrungsproduktion schon mal gut angekurbelt. Okay, so. Haben wir nochmal zwei Fäden. Das reicht natürlich noch nicht. Aber Steinproblem haben wir gelöst. Das läuft da. Okay. Wenn der Wasser produziert, dann brauchen wir jetzt was Lava produziert. Schauen wir mal. Was haben wir denn an Lava? Wir brauchen einen Lava-Generator oder sowas. Der ist von Mine Factory.
Tja, Lava Siegel, alles klar. Das sind die Drums. So, hier müssen wir auf alle Fälle erstmal rüber in die Festung und das ist, ja. Wir haben weder Glowstone, dass diese Ex Nilo hier nicht funktioniert, natürlich blöd. Okay, aber das ist auch schon mal wieder, naja. Wie kriegen wir denn jetzt Lava her, Mensch? Wir kriegen die Lava-Fabrik lediglich mit Mine Factory hin. Was ist denn mit dem Magma-Tiegel eigentlich? Ah, gib mal, den haben wir. Sehr schön. Den Magma-Tiegel. Okay, Nether-Ziegel, wie stellen wir denn den her? Ach, aus Netherstein. Okay. Okay, Magma-Tiegel, Magma-Tiegel. Das ist natürlich jetzt halt, wir müssen da oben hin. Wir nehmen auf alle Fälle erstmal den hier. Warte mal, erstmal wieder ein bisschen wieder Ordnung schaffen hier. Alles wieder raus, die können wir gleich futtern. Wieso habe ich denn hier alle doppelt drin im Inventar? Ich hatte doch, davon halt zwei. Kann mir mal einer erklären, warum ich jetzt die Sachen doppelt drin habe? Ich bin leicht irritiert, ehrlich gesagt. Okay, erstmal alle draus, alle draus, alle draus. Ich hab... Na ja, gut, okay, alles klar. Dann muss es wohl so sein. Gut, die werden wir erstmal jetzt... Blödsinn. Die brennen wir durch. So. Dann kriegen wir... Achso, brauchen wir ja... brauchen wir ja insgesamt mehr von. Wollen wir noch nicht zu viel machen. Okay. So, Magma-Tiegel. Dazu brauchen wir eine... Okay, naja, wenn wir den schon mal haben, ist er noch da? Ja, der ist noch da. Okay. Na, was soll's. Gut, den haben wir da, den haben wir da. Die machen wir gerade. Dann brauchen wir zwei Kupferbarren. Zwei Kupferbarren und wir brauchen Gold und zwei Redstone. Halt. Gold und... Okay. Dann brauchen wir den hier. Dann haben wir den auch. Und jetzt noch den Maschinenrahmen. Okay, Stahlbarren, Glas und Gold. Wie kriegen wir denn Stahl eigentlich raus? Okay, Stahlblock. Ein Dachsenschmelter, Blastfurnace, Tinkers. Oh. Tja. Okay. Induction Smelter. Brauchen wir wieder Maschinenrahmen. Das kriegen wir. Invar kriegen wir auch wieder nur durch den Pulverizer hin. Also brauchen wir erst den Pulverizer, dann den Induction Smelter. Also wirklich die komplette Latte hier. So, Pulverizer. Nee, brauchen wir auch wieder Stahl für. Das ist doch nicht zu fassen. Pulverizer, Induction Smelter, wir brauchen immer irgendwas. Warte mal, Thermal Expansion. Wo müssen wir denn jetzt anfangen? Thermal Expansion. So, die Dynamos können wir schon mal nicht craften. Warum auch immer. Nullifizierer. Terrain-Zerschlager. Okay, autonomer Aktivator. Maschinistenwerkbank. Induction Smelter. Den Transporter ist klar. Sägewerk. Aber die brauchen doch alle Strom. Die brauchen alle Strom. Und ich habe nichts, was hier gerade in der... jetzt bin ich echt am Grübeln. Am Grübeln, am Grübeln, am Grübeln. Bin echt am Grübeln. Wie kriegen wir denn jetzt Strom da rein? Mit was denn? Was kriegen wir Strom rein? Mit einer Solarzelle nicht?
Dafür brauchen wir wieder die anderen Maschinen. Dann brauchen wir... Generator hatten wir auch schon mal geguckt. Da gibt es hier nicht wirklich irgendwas, ne? Ne, ist ein Biogenerator. Oh, okay. Hat sich schon mal erledigt. Ein Biodieselgenerator. Produziert MJ und RF. So. Plastik. Dafür bräuchte ich wieder Gummi und wir brauchen wieder Lohn. Hat sie also auch schon mal erledigt. Ein Solargenerator. Dazu brauchen wir wieder... Die anderen Maschinen funktioniert auch nicht. Ein Wasserstoffgenerator funktioniert auch nicht. Gut, das sind die großen Solarzellen, die kriegen wir bei Weitem noch ja nicht hin. Solarmodul. Damit können wir auch nicht anfangen. Biodieselgenerator, Pipe Jacket. Gibt's denn hier? Ach nee, das ist ja von Ender IO, das dürfte nicht funktionieren. Ender.io haben wir hier nicht mit drin, klappt also auch nicht. Mit was bekommt man hier Strom? Bastler Dampfmaschine. Ja, MJ produzieren können wir mit dem. Produziert MJ. Okay, wir haben eine Dampfturbine. Dafür haben wir aber wieder keine Plastikfolie. Die kriegen wir wieder wo raus? Gummiriegel. Die brauchen wir aber erstmal. Und die kriegen wir woher? Das ist ein Sägewerk. Läuft auch mit Strom. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch alles nicht. Okay, wir haben einen Verbrennungsmotor, der MJ produziert. Also brauchen wir Maschinen, die mit MJ arbeiten. Die wir jetzt haben... Warte mal, jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Nein, das war falsch. Da müssen wir hin. Achso, von Buildcraft. So. So, Buildcraft. Okay. Das hat sich hier schon mal erledigt. Den haben wir ja schon. Okay, einen Füller haben wir auch. Die können wir aber nicht... Doch. Mit dem Füller können wir auch arbeiten. Das ist ja schon mal... Naja, gut zu wissen. Aber ist ja noch in weiter Ferne. Wir brauchen... Maschinen, eine Query haben wir auch, bringt uns gerade nicht so viel. Den haben wir. Eine Pumpe, wir haben einen Tank, ist gar kein Problem. Ein Schleusentor. Okay, jetzt muss die Fassaden. Verdammte Axt. Gibt es dann bei Buildcraft keinen Speicher? Tja. Für alles andere, was wir brauchen, brauchen wir Stahl. Und für Stahl brauchen wir Strom. Die Frage ist halt nur, was zum Henker können wir nehmen? Oder welche Maschine können wir jetzt bauen? Mit den vorhandenen Materialien? Um diesen Motor dazu um den Verbrennungsmotor einsetzen zu können. Ist gerade echt ätzend, ey. Ein Redstone-Ofen. Okay, Ziegelstein dürfen wir hinkriegen. Den Maschinenraum. Brauchen wir wieder Stahl für. Aber wie kriegen wir jetzt hier Stahlbahn her? Tinkers Construct. Muss ich jetzt hier wirklich Tinkers? Alter. Oh, dann muss ich jetzt hier Tinkers herstellen. Auch nicht schlecht. Also können wir mit den Diamanten erstmal noch vergessen. Das hat sie immer noch erledigt. Dafür brauchen wir auf alle Fälle Sand, Kies und Lehm. Und Glas. Ja. Okay. Dann müssen wir erstmal eine ganz andere Schiene fahren. Hatte ich eigentlich so ja nicht vor. Aber gut, dann ist es eben so. Wo fangen wir denn jetzt an? Wir brauchen jede Menge davon, würde ich fast sagen. Also aus drei kommen zwei Stacks raus. Kies hatten wir nochmal. Wie?
Das war aus Stein und Schwarzpulver. Okay. Dann nehmen wir erstmal hier ein Stack raus. Davon haben wir jetzt ja genug. Das können wir dann erstmal durchbrennen. Warte. So. Dann machen wir erstmal diesen hier. Und Schwarzpulver dürfen wir nicht mehr allzu viele haben. Na, einen halben Stack haben wir noch. Ach, der schon wieder. Hau ab hier. Geh mir nicht auf den Puffer. Na, wo bist du? Na? Ja, ey. Alter, zack, 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 wisst ihr? Komm her hier. Mit Jahrzehnten habe ich mal richtig Schiss vor euch gehabt. Und jetzt bin ich schon voll mutig. Ja, ja. Ey. Na endlich. Wurde ja auch mal Zeit. So. Weiter im Text. Stein haben wir ja nicht mehr. Okay. So. Okay. Ich wollte... Wo habe ich denn jetzt? Ach, hier. So, wir brauchen Kies. Davon brauchen wir 2 Stacks. Wir brauchen 2 Stacks Sand auf alle Fälle. 2 Stacks Lehm. Das müssten wir irgendwie automatisieren mit Wasser. Wasser und Kies. Tja. Und den Kies müssen wir aus dem hier raus. Aber den kriegen wir auch nicht rausgepumpt, oder? Ist ja ätzend. Warte mal. Creeperherz, okay. Creeperherz hatte ich doch, oder? Jo. Okay. Creeperherz gibt schon mal 5. Na, ist doch schon mal was. Was haben wir denn noch alles? Okay, andere Dusts haben wir noch nicht. Zerstoße haben wir auch noch nicht. Aus einem Schwarzpulver, Kohle und Sand 2 Schwarzpulver. Das ist ja überhaupt nicht lukrativ. Gut, Schwefel kriegen wir wahrscheinlich auch nicht raus, wa? Was haben wir hier? Schwefelwolke. Doch, die kriegen wir aus dem Nether. Aber da will ich jetzt nicht hin, ehrlich gesagt. Oh, das heißt, ich kann jetzt wieder farmen eine Runde. Dazu mache ich mir aber erstmal 2... Zwei Diamanten. Ach komm. Ich nehme dazu die Eisenschwerter mit. Ah. Sehr langwierige Geschichte. Hätte ich bei weitem nicht gedacht. Aber gut. Mir macht es trotzdem Spaß. Das soll es aber gewesen sein für heute. Ich lasse ja Weile hier ein bisschen noch den Sand, den Stein noch durchbraten. Werde mich noch ein bisschen um das Schwarzpulver da kümmern. Und wenn ich denke, wir haben hier ausreichend Material da, dann melde ich mich wieder. Und das wird morgen für euch sein. Bis dahin, meine Freunde, und tschüss.